So, dann hallo, willkommen zurück, Pitwalker wieder hier. Watch Dogs ist ein Thema und es müsste jetzt klappen, um den letzten Konvoi zu machen. Denn wie ich letztens gespielt habe und beim Spiel einfach nur herumgearbeitet habe, ist auf einmal die Meldung gekommen, dass der letzte Konvoi-Auftrag da ist. Ich hoffe, dass er jetzt noch da bleibt und dass er funktioniert. Schauen wir mal, ich bin gespannt. Dann habe ich so ziemlich alles. Dann kann ich ein bisschen mit der Online-Geschichte befassen. Ich bin einfach online-mäßig so schlecht. Man, ich schaffe es nie, einen zu hacken. Werde aber dauernd gehackt. Das ist echt furchtbar. Aber vielleicht kann man da gemeinsam ein bisschen was machen. Jetzt schauen wir mal. Jetzt muss ich das Ganze mal laden, natürlich. Sollte es mal funktionieren, das wäre super. Und ja, dann können wir weiterschauen. Bin gespannt, ob die Mission da ist. Also, ich hoffe es halt. Pass auf. Jetzt schauen wir gleich mal auf die Map. Jawohl, da ist er. Der letzte Verbrecherkonvoi. Der letzte Verbrecherkonvoi. Aber ist die Frage, ob wir nicht vorher ein bisschen Munition kaufen sollten. War da weh genug? Ja, da habe ich keinen mehr. Das ist schlecht. Ja. Wurscht. Aber trotzdem. So, wo muss ich denn da hin? Wo ist denn das da entlang? Allerletzte Verbrecherkonvoi. Da ist es erledigt. Dann habe ich so ziemlich alles bis auf die Online-Geschichten. So, dann hepp da rein. Und los geht's. Olivier Ganon. Der Typ ist in eine krasse Geschichte verwickelt. Patentierte Gene, Erinnerungsmanipulation, schräge Medikamente. Alles befeuert durch eine hohe Dosis Wirtschaftskorruption. Manchmal laufen sie mir einfach vor die Flinte. So, gib mir ein Ziel, mein Freund. Gib mir ein Ziel. Okay. Schalten Sie, bevor es ein Ziel erreicht. Gut, das werden wir schaffen. Hoffe halt. Scheiße, das ist aber weit weg. Da muss ich. Da, was, du hast da überhaupt keinen Wegpunkt da drüben irgendwo setzen. Muss ich schnell sein. Wo ist mein Moped? Da ist mein Moped. Steig auf. Entschuldigung. Zivilist verletzt. Kürzen wir gleich ab, fahren wir gleich geradeaus weiter. Oh, der ist schon. Nein, bleib da. Der Konvoi, der ist schon da, schau dir das an. Den muss ich überholen. Da muss ich es zumachen, wenn wir vorbeifahren müssen. Sollte mit dem Moped eh kein Problem sein. Ist auf der Autobahn. Da ist er. Aber niederschlagen muss ich nur dazu. Also nicht einfach nur killen, sondern niederschlagen. Ein bisschen Vorsprung rausfahren und dann da vorne ein bisschen für Chaos sorgen. Ich denke, das passt jetzt da. So, dann auf die andere Seite rüberhüpfen. Da in Deckung gehen. Da werden wir entsprechend die Burschen da gleich mal sprengen. Oh, lauter Dicke drin, schau's an. Den Typen muss ich niederschlagen. Oh, komm her, komm her. Er ist down. So. Schieß. Wieso schießt er schon wieder nicht?
Ist ja wohl klar, wie das hier aussehen wird. Achtung, Granate! Das war, ne? Oh, ja, wo kommt der her? Wo sind denn die alle? Nächste. Drohung ausgeschaltet. Erfolg freigeschaltet. Jawohl, Straßenfeger. Zusammengeräumt. Ausstand tut's da. Irgendwas holen von den Burschen aus der Munition, da bin ich voll. Ein paar dicke Fette rum. Das schaut schon gut aus, wie diese Fahrzeuge jetzt zerstört werden. So, ja, vielleicht muss ich den Stream neu starten. Kann natürlich auch sein, weil ich noch die Minute unterbrochen habe. Spielwechsel musste unterbrechen. So, letzte Konvoi-Sache ist fertig. Pass auf, wie schaut es denn jetzt aus da eigentlich? Da wollte ich schauen. Fortschritt: 93%. Ja, ist alles fertig. Ein Musikstück muss ich noch suchen. Die Trinkspiele, ja, die weiß nicht, ob ich die immer schaffen werden. Und online, ja, online bin ich einfach schlecht. Vor allem mit der Hacking-Geschichte, das schaffe ich überhaupt nicht. Also, das Beschatten ist locker gegangen. Online-Rennen, ja, das geht auch mal, das haben wir schon schaffen. Das Online-Hacking habe ich 4 von 10, also bin ich wirklich sauschlecht. Pass auf, das werden wir mal probieren. Suchen wir uns einen zum Hacken. Komm. Such mir einen, den ich hacken kann. Ich würde gerne ein Ziel zum Hacken anfordern, geht aber nicht, warum nicht? Wenn ich noch irgendwo da mittendrin bin. Achso, weil ich einen Wegpunkt gesetzt habe, glaube ich. Dann geht das, glaube ich, nicht. Pass auf, schauen wir. Genau so ist es. Sucht mal einen Gegner. Bin schon gespannt. Aber ich bin immer so schlecht bei dem Hacken. Der Anzug, den mein Spieler anhat. Nein, den habe ich einfach gekauft. Du kannst im Store einfach kaufen, wo du drin bist. Also nicht im Xbox Store, sondern einfach hier beim Spiel im Geschäft. So, jetzt bin ich gespannt. Also das mit den Fixer, das mit diesen Online-Hacking-Sachen, also das checke ich nicht. Der Stadt. Du musst ihn finden, hacken und eine Backdoor installieren. Finden, hacken und Backdoor installieren. Da ist auch ein Motorrad unterwegs, das ist schlecht. Ich hab schon das Pech einmal, dass ich immer so scheiß Settings kriege, weißt du? Ja, mich hat letztes Mal einer gehackt, da war ich mitten in der Dunkelheit unterwegs und die hat mich locker hacken können. Wo ist denn der? Der hat voll einen Abstand zu mir. Wo ist denn der unterwegs? Ah, ist er zu Fuß? Jetzt ist er zu Fuß. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob der jetzt schon weiß, dass ich bei ihm im Spiel bin. Oder ob ich die Information jetzt später kriege, weil wir ihm absteigen. Da muss man ein Auto besorgen. Muss ein bisschen unauffälliger sein. Ja, das ideale Fahrzeug, gell? Da fällt zu sehr auf. Ich muss irgendwo verstecken, weil da komme ich nirgends rein. Man ist genau den Platz, wo ich nirgends reinkomme. Ich hab schon immer so einen Dash-Check-Platz, das ist nicht zum Heulen. Wo ist der jetzt überhaupt? Mann, das kann ich jetzt schon wieder knicken. Das weiß ich jetzt schon. Ich kann jetzt schon sagen, dass es nichts wird. Aber unauffällig zu fahren da bei ihm.
Hälfte da oben ist herum. Warte mal, das kann man vielleicht wirklich da herstellen. Ein Auto steht, das fällt einfach auf. Warte mal, ich fahre weg. Muss ich in den Heckbereich rein, muss ich da rein? Ich bin ja gut versteckt eigentlich, gell? Mal schauen, ob das hinhaut. Wahrscheinlich nicht, weil sich das Gebiet immer verkleinert natürlich. Was ist er denn jetzt? Ich weiß nicht, ob ich das so sehen bin. Oh, ich höre ihn. Ich weiß nicht, wo er ist, ich sehe ihn nicht. Mann, 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 Mann. Ist er, ha? Oder nicht? Oh, 78% oder draußen läuft er. Da ist er. Komm, bitte, bitte, lass mich jetzt gewinnen. Ah, der ist auf den Falschen geschossen. Und da läuft er. Ah, der schießt wild um sich, der hat keine Ahnung. Holt ihn euch! ...98... ...98. Jawohl! Gut, das habe ich gebraucht. Jawohl, jawohl, jawohl. Uiuiui, das finde ich immer so spannend. Das finde ich immer so spannend. So, pass auf. Hier probieren wir gleich noch eins. Komm her. 10 brauche ich. Wo ist noch eins und nachher kann man Online-Rennen auch machen. Ich werde einfach ein bisschen online spielen da jetzt. Schauen, was halt hergeht. Ich hoffe, dass ich ein bisschen Glück habe, dass ich die guten Plätze spawne. Die brennenden Fahrzeuge, die gefallen mir immer wieder gut da. Die Rauchentwicklung und so. Ich fahre mal nicht zusammen da. Machen wir einen Crash da, komm. Ist ja gar nichts, schaut. Zu wenige Fahrzeuge da, gell. Wie schaut's aus mit einem Online-Gegner? Man kann. Online-Gegner. Ja, wo ich gerade hinfahre. So ein Waffen. Scheiße, so habe ich nicht hingeschaut. Gerade auf die Karte geschaut. Ich brauche so einen Waffenladen übrigens. Also einen Waffenladen, wo ich dieses Sprengzeug kriege. Oh, Achtung! Bitte, nehmen wir. Online-Entschlüsselung, ja, das müssen wir auch mit mehreren Leuten mal machen. Das ist ja also eine Teamsache eher. So, fix er lokalisiert. Wo ist er lokalisiert? Hoffentlich Nacht. Eins unserer wichtigsten Ziele ist in der Stadt. Du musst ihn finden, zu Fuß unterwegs und eine Backdoor installieren. Ja, das sieht, dann bin ich gespannt, wie das hinhaut. Also der Auto, jetzt hat er Auto, Mann! Ich bin zu Fuß unterwegs, pass auf. Warte, jetzt werden wir da rüberfahren.
auch immer der ist. Ist unauffällig vorbei vom Bären, probier ich zumindest. Raus da! Hecken, 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 jawohl. Das Hecken ist ja gekloppt, oder was? Das gibt's ja wohl nicht. Mann. Die Folgen auch noch. Fällt natürlich nicht auf. Ich glaube, der ist das eigentlich fort. Das Rennen machen mit ihm oder wie? Wir dürfen das Ziel nicht verlieren. Folgen Sie. Ich darf das Ziel nicht verlieren. Was soll ich machen, wenn er da irgendwas abhaut? Geht er bitte so nicht? Scheiße. Nicht reise zum Ziel, ist ja gut, das geht ja. Ah, da schau her, schau, schau. Ist der ausgestiegen oder irgend sowas? Der haut ja schon wieder ab. Dann spawne ich genau verkehrt rum, verstehst du, dass ich umdrehen auch noch muss? Saudeppert. Bin euch, was das dann heißt, ich mein, ich hau die ja ab. Geh weg da. Ah, das ist ärgerlich, sehr ärgerlich. Und da vorne los, bist du besoffen oder was? Wieder nah dran ein bisschen. Wie jetzt sieht er natürlich. Er ist zu Fuß am Turm, schau, oder? Wo ist er denn? Ja, das sieht er natürlich, wo ich bin. 1 Minute 37 sollen wir da hinten dranhängen und die. Wir versuchen, dass ich nicht auffalle. Vielleicht kann ich ihn dann hacken. Jetzt kann ich aus da oben herumlaufen. Wieso soll ich denn jetzt hacken, bitte? So, Backdoor installieren. Das Problem ist, dass ich da stehe. Wo ist denn er jetzt? Da hinten. Auf der anderen Seite ist es gut, dass er das so macht, weil... Na, schau, 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 schau. Das Auto fällt da durch. Ich würde mir gleich entdecken.
sucht jetzt natürlich die ganzen Autos nach der Reihe durch. Weil das wird wahrscheinlich nichts werden. Scheiße, fahr ich hoch. Ich fahre aber nicht hoch die Brücke. Scheiße. Nein. Oh, ich mach dann Blackout. Der ist auch nicht blöd. Der ist auch nicht blöd. Wer ist noch unter der Brücke unterwegs, oder? Oder ist er oben? Das bringt ihm natürlich Zeit, gell? Das bringt ihm halt Zeit. Aber es geht schon weiter. So, 46. Die Brücke hängt jetzt irgendwie so auf Halbhöhe. Jetzt war es wieder runter, scheiße, oder? Sie hängt irgendwie. Irgendwas blockiert da bei der Brücke. Ich weiß wieder rauf. Hehe. Kommt ja nicht rauf. So ist die Brücke jetzt rot, wieso geht's nicht mehr? Ist das im Eimer oder wie? Der Feigling! Ja, Feigling, ist halt einfach abgedreht, ha? Huh? So ein Stinker. Loop-Elendiger. Das ist überhaupt ziemlich falsch, oder? Nichts mehr verfügbar. Jetzt geht's wieder. Schön Fahrt. Chicagos Polizei sucht weiterhin den Rächer Aiden Pierce. Ja, kannst du weiter suchen. So, online. Was soll man online rennen? Ich will einfach mal öffentliche Session beitreten. Schon mal Race finden, da muss ich auch noch ein paar gewinnen. Der Sack wirklich die Verbindung unterbrochen, nur dass ich auch nicht verliert. Das ist ja eine Art und Weise. So, mag die Brücke eigentlich nicht, was ist da los? Sagt die Ampel eigentlich grün, wenn du eigentlich offen ist. Wurscht, ich fahr jetzt mal rüber. Der kann, heißt es immer. Was gibt's denn da? Ah, da war doch auch schon mal. Gib mal rein, wie schaut's aus jetzt da? Hat jetzt seit 3 Minuten, ja. Ja, kein Race, nein. Boulder kenne ich nicht, die Boulder kenne ich schon, wieso das eigentlich? Hola. Warum such mal Rennen? Kann man nochmal hacken, was soll es, kann man nochmal hacken. Online Aufträge, Online Hacking. Eins gegen eins sucht er. Oder schauen. Das ist ja relativ flott immer. Mit den Kameras könnten wir arbeiten, gell? Das darf man nicht unterschätzen. Brauchst du einen Platz, wo du dich verstecken kannst. Eins unserer wichtigsten Ziele ist in der Stadt. Ich spawne genau neben ihm. Hacken und eine Backdoor installieren.
denn das für Schaß? Das geklappt. Da bin ich aber, das ist aber ein schlechter Platz. Das ist ein schlechter Platz. Mann, oh Mann, aber da kommt er eh nicht so. Ah, da kommt, naja, da kommt er schon leicht drauf, gell? Da kommt er schon. Wir hoffen, dass ich weiter oben dann rauflaufe, dass ich noch mehr runterhüpfen kann, wenn er raufhüpft oder so. Ich bin sicher mehr auf der Autobahn vermutet, weil da fahren die Autos. Mal schauen. Gute Sicht habe ich da wenigstens, also das ist schon nicht schlecht. Nur, dass die Augen verlieren. Da kommt er jetzt. Pass auf, jetzt muss ich aufpassen. Genau, wenn jetzt nämlich darauf hüpft. Oh, jetzt kommt er genau rauf. Das ist reichlich knapp. Reichlich knapp, die Aktion. Aber jetzt 46%. Oh, oh, da passiert noch viel. Kommt er wieder? Synchron? Synchron war das? Nein. Geh in Deckung. 60, 68, 70. Ah, scheiße, das ist nicht ausgehen. Der kommt sicher mal genau in meine Richtung. Oh, das ist eine heikle Partie. Ah, jetzt haben wir es genau. Jetzt ist passiert. Jetzt ist passiert. Scheiße. Ja, jetzt hat er mich genau gesehen. Ach, Mann! Ja, das war ganz klar, dass das passiert, gell? Schaut. Knopf. Das ist wirklich nicht einfach. Also, ich stelle mir mal so deppern, wenn es darum geht, dass ich verteidige. Also, das ist das Schaufel, wenn ihr was seid. Das ist... Aber gut. So. Probieren wir gleich was nächstes. Nochmal ein Rennen. Öffentliche Session beitreten. Probieren wir. Währenddessen suchen wir einfach mal ein Fahrzeug. Wenn wir immer so brav stehen, das Auto interessiert mich nicht immer irgendwas Gescheites. Okay. Bewegung! Notrufzentrale, welches Problem liegt vor? Notruf? Ja, hören Sie. Ich glaube, wir brauchen Sie hier. WKCTVs letzte das Telefon zum Jammen. Das Volk ist ganz eindeutig die auf der Seite des Sprechers. Startet jetzt die Suche nach Verdächtigen. Ich höre Ihren Schutz an. Dennoch war von Chicago davor, weil man sich dadurch strafbar macht. Oh, da kommt von rechts an, oder? CTS kein... nichts weg, nichts weg. Weg. Das nächste. Oh, da geht genau in meine Richtung. Scheiße. Schnell. Oh, genau drauf gefahren. Oh, fahr. Genau, sehr schön. Flucht erfolgreich.
mal schauen, ich brauche mal so ein. Einziges davon ist wieder so laden. Also elektronische Komponenten, den ganzen Krempel. Laden sie gut an der Ecke, oder? Also enttäuscht, also ist ja. Das ganze Zeug verkaufen, was ich in die Autos gefunden habe. Nicht verfügbar, so wie da, so was auch schön machen. Brauchst du was? Alles brauche ich. Bzzzt, jede Menge brauche ich. Was du suchst, ich hab's bestimmt. Wie hoffen, dass du es hast, dass ich vorher bis überhaupt bauen kann, weil. Ja, das ist wieder voll, oder? Da haben wir noch was. Oh, ich habe jetzt zu wenig Dings. So, das kaufen wir nochmal voll ein. Hey, was geht? Dass ich einfach voll bin. So. Was hast du damit da drüben? Systemschlüssel, cool. Kann man gleich wieder was bauen. Und zwar ein Blackout, oder? Müssen Sie, nein, ich brauche halt, glaube ich, zwei, gell? Ja. Suchen wir nochmal online. Online Race. Ah, keine Beschattung, online rennen. Und währenddessen können wir ein bisschen mit dem Handy weiter scannen, ob wir was finden. Kommt interessiert mich nicht. Ich war doch gerade beim Friseur. Ich brauche Systemkomponenten, sonst gar nichts. Und ein Lied brauche ich noch, ja. Ein Lied fehlt mir noch. Online-Rennen findet er auch nicht, ha? Findet er nix. Was hast du? Schalt auf. Schalt nicht oft auf den Typen. So. Kann mit dir nichts zu tun haben, oder? Schau, schalt den auf. Wieder nicht. Gut, dann halt nicht, pass auf. So, öffentliche Session, wo wir nochmal. Was findet? Los. Hysterische Kuh. Nein, das stimmt was nicht. Was ist dein Problem? Wo ist, wo läuft die eigentlich hin? Läuft sie wieder zurück? Sonnen rennen, jawohl. Schau mal. Ich bin ja nicht unbedingt der Held. Den Chat, das kann man nicht deaktivieren. Da kann man, schnell eine Party aufmachen, das wäre für die Möglichkeit. So, Party ist offen. Ostmigration läuft, das fand ich wieder gut an. Zufälliges Rennen, ist es wurscht. Sind die Spieler? So, Rennen geht los. Schau mal. Das ist mit der Mopete. Von A nach B, verstanden? Gut. Abkürzungen und schmutzige Tricks sind keine Pflicht, aber erlaubt. Gott sei Dank, alles erlaubt, aber beim Campingplatz fahren wir los. Das war böse, immer. Ich bin wieder in der zweiten Reihe, klar. Ich will die andere Kameraperspektive haben. Ich knalle gegen einen Baum. Na, okay, dann fehlt. Na. Ich
Jetzt noch ein bisschen ab da, jawohl. Aber bringt nichts, weil ich zweimal hängen geblieben bin. Ein eigenes Race, wie es ausschaut. Jetzt müssen wir uns mit den Hanseln herumärgern. Natürlich, der Vision ist genau den Anhänger. Ich bin wieder mal letzter. Üblich. Solchen Geschichten. Das Gebüsch. Noch hin? Wo geht's denn da hin? Da entlang? Habe ich kein Nitro eigentlich? Jetzt hat er mir eins. Richtige da. Natürlich genau mitten am Pfosten drauf. Das ist echt zum Würgen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wo geht's denn da weiter? Wieder ein Baum erwischt. Tru, pass auf. Jetzt bleib. Jetzt knall ich da dagegen. Geh scheiß mich an. So ein Dreck, so elendiger. Position 4. Mann. An die Typen da. Diesmal haben sie dich versägt. Das kann im besten Mal passieren. Ja. Idioten. Jetzt mehr erwachsen, da Kinder. Stimmen da. Gestoppt, ne? Rechts ist Rennen offene Straßen. Das ist ein Checkpoint-Rennen. Von A nach B. Verstanden? Gut. Abkürzungen und schmutzige Tricks sind keine Pflicht, aber erlaubt. Dann, los geht's. Wieder ganz hinten, oder? Ganz rechts außen, oh je, je.
Auto davon ziehen ein bisschen. Natürlich dreht es mich gleich und jawohl, und gleich zerstört und weggeschoben. Mann, das ist bei Online Forza Races, da geht es mal nicht anders. Das fahre ich einfach keine. Vor der Nase zugemacht. Natürlich wieder genau voll drauf, gescheiße. Die Karre ist hin, geschleichte. Sie wird es nicht überleben bis ins Ziel, glaube ich. Der Platz 3 immerhin. Ja, alle Autos sind hin. Schaut keines mehr gut aus. Fast. Aber nicht ganz. Trotzdem eine starke Vorstellung. Wagen im Arsch. Das ist unsere Chance. Ist ja gut. Ist ja gut. Ganz ruhig bleiben. So, eine Runde machen wir noch. Wir haben ihn jetzt. Jo, ciao mal. Was hast du damit? Ah, sehr gut, brauche ich. Nächstes Race. Hallo Sanchez, servus. Wenn ich beim Schluss mache, mache noch ein Rennen. Dann haue ich mich aufs Ohr. Das ist ein Checkpoint-Rennen. Von A nach B, verstanden? Gut, Abkürzungen und schmutzige Tricks sind keine Pflicht, aber erlaubt. Dann, los geht's. Und ab. Mit Nitro durchstarten, damit es da keinen Ärger gibt.
das Highway-Rennen. Sind sie alle schneller wie ich, klar. Das ist alles in Ordnung, oder? Lass mich in Frieden da. Das machen. Ah. Was soll der gut sein eigentlich da? Natürlich, der ist jetzt genau. Ah, so ein Betonboller. Ja. Da bin ich von Position 1 auf Position ganz hinten zurückgerutscht. Super toll. Für das Gleiche. Natürlich fährt der LKW wieder den Auto jetzt dann rüber. Ja, und der fliegt sogar über mich drüber. Sehen wir gar nichts. Dass meine Karre im Austod kaputt ist. Gegenverkehr ist vielleicht einfacher. Der erste Fahrer ist schon im Ziel, beeil dich! Noch nicht. Sie wurden Vierter mit einem brennenden Auto, das keine Luft fliegt wahrscheinlich. Da bin ich immer das I, das stört mich ein bisschen. Naja. So Leute, ich bin jetzt dahin. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ich stecke das mal aus, wir kommen da raus. Da muss ich da Mission beenden. Wir sehen uns wieder. Tschüss, ciao. Euer Bitwalker. Nix hier raus hier aus dem brennenden Fahrzeug.